So, ich möchte einfach Frage beantworten, was sich die Zuschauer einfach vielleicht oft stellen. Wer ist Dr. Jit Liuzzi? Wer bin ich? Ich bin in Süditalien aufgewachsen und ja, bin normal zur Schule gegangen. Ich war 5 Jahre in einer Klosterschule, Franziskaner. Dann habe ich mein Abitur gemacht, dann habe ich Lehrerausbildung, dann habe ich Soziologie und Politologie und weiteres studiert. Aber diese ersten beiden Ausbildungen habe ich gebraucht als Beamter des italienischen Außenministeriums im Auslandsdienst in Deutschland. Da war ich einfach auch ein konsularischer Beamter zuständig für den Schulbereich, so für den Schulerfolg der italienischen Kinder in Baden-Württemberg. So, das habe ich 23 Jahre ausgeübt und dann bin ich natürlich in andere Bereiche des Lebens gekommen. Habe ich durch die viele akademische Ausbildungen, die ich nebeneinander gemacht habe, auch eine psychiatrische und so, habe ich gesehen, dass Wissen nicht können bedeutet. Immer wenn ich in Situationen war, wo ich angegeben habe mit meinem Titel und Ausbildungen, habe ich gesehen, dass sie nichts wert sind, wenn sie vom Kopf, wenn ich es einfach auch gelernt habe und nur wiedergeben kann, wenn ich nur weiß. Also können war für mich einfach wichtig. Und habe ich dann, bin ich im Bereich Können, habe ich angefangen auch in andere Bereiche, Kunst, Theater, Massage, habe ich ein großes Institut aufgebaut, wo viele Seminarleiter, Künstler und Professoren einfach unterrichten konnten oder Workshop geben konnten. Ja, dann habe ich angefangen, Bilder zu malen, die, dass mir jemand gesagt hat, ich sollte Bilder malen. Und dadurch habe ich gesehen, durch die Bilder, durch den Erfolg, den ich als dadurch gehabt habe, dass ich davor als Akademiker nicht gehabt habe, das Wissen von innen kommt. Also mit meinen Farbzeichen habe ich ca. 9.000 verkauft und habe ich so viele tolle Kontakte in der Welt gehabt, dass mit Weisheit meine Klienten der Bilder waren, also die schönsten Leute, die ich mir vorstellen kann. Habe ich gesehen, dass Wissen von innen kommt. Und dann habe ich angefangen, im Bereich intuitive Intelligenz zu forschen und täglich, wöchentlich für Jahrzehnte Seminaren und Workshop gegeben in alle Bereiche der intuitive Intelligenz, die ja, viele, die erste Seite von vielen Zeitschriften gefüllt, von Los Angeles, Belgien, Slowenien, Tschechien und so weiter. Und natürlich im Bereich auch Politik, auch Gesundheit, auch Kunst, meine Impulse gegeben und Intuition als, ja, als wichtiges Wort, als wichtige Erfahrung in alle Bereiche des Lebens reingebracht und in die Weltpresse.